Herzlich willkommen wieder mal bei Christian und den Automobil im schönen Felsberg. Ja, heute wieder mal das Thema Reinigung bzw. Thema Lack, Reinigung, Aufbereitung etc. Ich mache jetzt nur schnell kurz den Anfang und nachher wechseln wir die Kamera, dass unser Protagonist in. Protagonist in. Was für ein Ding? Protagonistin. Kennst du das nicht? Letzte ja, heute jetzt. Packt das aus, der Wörter, weißt du? Er kann auch intelligenter, Dicke. Na, holen wir deine Brille noch? Na, muss ich auch noch. Oh, die muss ich auch noch holen. Die Brille ist ja fertig. Ja, wirklich? Ja. Lustig. Also, wir wechseln die Kamera, dann erklärt euch B, was wir da mit dem wunderschönen Porsche machen. Was? Nee, nachher ist er wunderschön. Jetzt noch nicht. Ja, aber erklärt euch Bär, nimmt eine Poliermaschine und geht los. Ja. Okay, also wir wechseln schon die Kamera. Ha? Ja. Gut, also, erklären wir was. OB Ostsee. Erklären wir was schnell kurz zu dem Kfz. Es handelt sich ja also, um Carrera 4S. Genau, so Porsche Carrera 4S. Also, besonders immer für mich. Ich freue mich immer richtig über Porsche. Warum? Naja, weil du da wirklich lange Arbeit dran hast. Super. Macht mir Freude. Besonders wenn sie schwarz sind, weil dann siehst du wenigstens noch, was du gemacht hast. Ja. Ja, Problem bei Porsche ist ja immer grundsätzlich dasselbe. Wir machen so und haben einen Kratzer. Kriegst du auf der Kamera nicht hoch. Jetzt ist da halt mal mein Finger, aber da siehst du. Sieht schon scheiße aus. Wie ist der Lack allgemein hier zum Zustand? Nein, nicht so lustig. Also für sein Alter schon, muss ich sagen. Also für sein Alter habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das ist ein 09er, wenn man nicht alle täuscht. Also 10 Jahre alt. Haben wir schon Schlimmeres da gehabt. Definitiv. Aber es liegt auch immer alles im Auge des Betrachters. Ja, das ist so. Für mich hat es ein trauriges Leben, aber wie gesagt, also hier siehst du es auch noch wie schön. Ich weiß nur nicht, ob du das auf die Kamera aufkriegst. Nee, ist wahrscheinlich nicht. Nee, das ist wahrscheinlich nur ich. Ja, schwierig. Ja. Ja, Fakt ist, dass dieses Fahrzeug mit Schwarz nicht mehr viel zu tun hat. Schrägstrich hatte. Bin ja schon eine Weile dran. Und wir hätten gerne mehr Glanz. Wir hätten gerne unseren Schwarzglanz zurück. Ja, und die Kratzer mal weg, ne? Wir konzentrieren uns auf Glanz. Ah, der Kunde will Glanz. Wir konzentrieren uns auf Glanz. Klar, gehen dadurch logischerweise auch ein paar Kratzer weg, ist klar. Aber wir basteln hier nicht effektiv stundenlang auf einen Kratzer rum. Okay. Wie wir bei anderen Dingen machen, ist alles immer eine Wollensfrage des Kunden und eine Budgetsache. Ja. Ja? Muss man auch mal klar und deutlich sagen. Ja, es kostet einen, wenn ich hier auf Kratzer gehe. Ja. Sieht geil aus. Und dann, was machen wir als Schutz drauf? Ein Teflon. Ah, Teflon kommt drauf. Also wollt ihr keine Keramik. Ja, wo wir beim nächsten Punkt werden. Herr Christen wird mich wieder fragen, muss, ob Sie wissen, was wir hier tun. Also ja. Angenommen, der Kunde hätte eine Keramik gewollt. Ja, dann bekommt er auch eine, ist klar. Nein. Warum nicht? Denn wäre dieses Fahrzeug auch wie poliert worden, Herr Christen? Ja, auf Kratzer. Ah, das wiederum macht Budget? Richtig. Also, logische Schlussfolgerung, gibt keine Keramik, nein. Also, wir machen keine Keramikbeschichtung. Ohne anständige Vorarbeit. Ja, klar ist immer Kundenwunsch, logisch, Kunde ist König, letztendlich fährt man aber auch mit meiner Arbeit durch die Gegend. Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich keine Keramik ohne perfekte Vorarbeit. Ja? Um mit meinem Firmennamen, ne? Hier. Ja, deine, ja, aber bei mir sind ja viel die Fratze. Warum machst du das immer so nah? Ja, dass man deine Schäden sieht. Was am für Kadaver. Schäden am Kadaver. Das sind hier vielleicht ein, zwei Polierpickel, muss man auch sagen. Ne? Wenn man so einen staubt, gibt es auch echt Pickel. Muss man mal wieder eine Maske machen. Schatz. Das kann den Schatzchen machen. Schatz kommt erst im Juli. Schatz, du musst früher kommen. Nee, Punkt. Würde gerne weiterarbeiten bei Musik, das Fahrzeug auch abliefern. Morgen? Ja. Ich wollte noch mal erwähnen, dass ich die Felgen sehr traurig finde. Ja? Ich finde, das ist eine Darstellung, die unmöglich ist. Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Nee, du kannst nicht hier so schön und da drinnen so... Ah, drin meinst ja, du? Ja, guck doch mal. Ja, drin ist wirklich schlimm. Ist ja, warum ist die nicht auslackiert? Na, sag ich doch. Das ist aber die Folge. Aber das ist auch keine Original-Porsche-Felge. Ja, guck vorne gucken. Sieht genauso aus. Echt Katastrophe. Ehrlich? Hätte ich mich waschen sollen, weil bevor ich gewaschen habe, war ich da auch schwarz vom Dreck und dann passt es wieder. Ja, aber das ist komisch. Das finde ich jetzt komisch, weil das habe ich bei Porsche so noch nie gesehen. Ja. Ich war waschen, also ich habe das Kfz waschen. Kann ich dir verraten. Vorher sah das aus, als wäre die Felge komplett schwarz. Ja.
Muss sagen, erste Mal in meinem Leben, sieht also schmutzig besser aus. Ja. Muss dreckig sein, diese Felge. Na gut, polier, hast du deine Dinge weg, sonst deine Hater haben hier wieder Arbeit. Oh, liebe Hater, da habe ich euch in den Fall getan. Ich habe mal von rechter Hand gewechselt auf die linke Hand, damit hier nicht mehr so viel Wein ist. Ringe. Da sind sie, um jetzt ja. Freiheit, Ankunft. Polieren so. Super. Also, dann ja, mach mal weiter jetzt. Verabschiede dich, dann machen wir nachher gerade Schluss, wenn du am Arbeiten bist. Tschüss. Original fährt man nicht, etc. Das abonniert du, oder? Das machst du ja am Schluss jetzt. Abonniert den Kanal, muss er sagen. Ha, original fährt man nicht. Ah, nee, original fährt man nicht. Und ihr schützt auch nicht. Irgendwo hier, ist irgendwo da oder hier, man weiß es nicht. Ein Button, also Kanal abonnieren. Ja, tschüss und liebe Grüße aus Felsberg. So war das halt richtig. Ja, alles gut. Achtung. Alles gut, ich plank nicht ein. Ja. Gut, ich gut der Netze, ja? Ja.